Ladies and Gentlemen, unser Ziel ist nicht mehr weit. Das ist natürlich sehr erfreuend. Ja, ist sehr schön. Endlich. Endlich. Oh nein, ist noch nicht. Oh Gott, nein, ist dunkel. Nein, 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 nicht dunkel, bitte. Ich mag nicht, wenn es dunkel ist. Ja, unser Ziel ist gar nicht mehr so weit. Zum Glück nicht. Und ja, ich freue mich. Oha, was ist das? Was willst du denn? Überraschung. Oha. Aha, Banditen. Ist das noch nicht alles? Wieso ist nicht jeder Gegner so? Ist das nicht wunderschön? Wie kommen die Tränen? Oha, King. Oh. Endlich. Endlich. Endlich mal ein Buch gefunden. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Aha. Okay. Komm. Mann. So. Oha. Oh. Oh. Shit. Oh, shit. Oh, das war knapp. Oh. Heilung. Bitte Heilung. Oh nein, bitte, nein, ich bin tot. Bin ich tot? Ja. Wie es aussieht. Scheiße. Oh Mann, ey. Geh mal weg. Uff. Der Atronache schießt auch nicht. Also. Ah ja, genau, neue Stufe. Genau. Oh. Gesundheit. Normal. Aha, okay. Einhändig. Habe ich immer noch 69. Bei 80 verbessert sich das. Also kann ich verbessern. Ja, scheiße. Was haben wir noch? Schleichen, Schlossknacken, Redekunst, immer noch 34. Schmiede, vielleicht, was haben wir bei... Aha, genau. Du kannst Atronachen und Untote in doppelt so... Das ist nicht so interessant, aber das ist interessant. Naja, erfordert 40, wie es steht. Wiederherstellung, was haben wir da? Schutzzauber, Lehrling, Adept habe ich auch nicht. Aha, Magie regeneriert sich 50% schneller. Oha. Oh my goodness. Oha. Habt ihr gesehen, wie schnell das sich aufgefüllt hat? Oh fuck. Oh fuck, er hat keine Chance mehr. Ich werde dich rasieren. Guck das an. Wie schnell. Naja, übertreib nicht. Also nicht schlecht. Sagen wir so, nicht schlecht. Gut. Oh, endlich. Endlich. So, gibt's hier noch was? Aha. Okay.
46 Euro. Besser als nichts. Okay, ich glaube, wir sind echt fast da. Aha. Was ist da? Was? Kampf? Wo? Aha. Oha, was ist das? Assassine! Oh mein Gott! Wie leise er zu mir gekommen ist. Oha, okay. Oh nein, ich will jetzt nicht sterben, bitte nicht. Steinhaut mal benutzen. Habe ich auch schon lange nicht mehr. So. So ein richtiger Assassine. Oha. Shit, shit, shit. Oh, fuck. Oha. Oha. Nein, nein, bitte nicht. Stirb bitte nicht. Stirb bitte nicht. Oh Gott. Nein. Nicht gut. Oh, scheiße. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Ausländer. Rusche, Rusche. Geh weg! Oh Mann. Oh shit. Also ich muss echt mal in die Stadt zurück. Ein paar Getränke und ich wollte das eigentlich noch machen, aber voll vergessen. Und ich treffe nicht. Gratuliere, wirklich. Das ist... Ja, mir fehlen die Worte. Ganz ehrlich. Mir fehlen die Worte. Aha, eine Sticke. Oha. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Don't worry. Springt sie auch runter? Oh, ein Nierenwurz. Sehr schön. Ist aber echt lang leise, also wirklich so. So schade. Oha. Oha. Endlich. Super. So. Makelloser Diamant. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Wie befohlen sollte Brock um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Was habe ich denn getan? Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Astrid? Kein Wunder, dass sie mich töten will. Okay, gut. Tut mir leid, wir haben es überlebt.
Wir haben 20 nach 11. Wow. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Okay. Was haben wir da noch? Kann ich da reingehen? Nein. Wir sind aber fast da, das freut mich. Also ich glaube, man kann diese Mission erst machen, wenn man, also man muss eine Einladung bekommen, wenn man Stufe 10 ist, in Weißlauf. Ja, dann bekommt man eine Einladung, genau. Auch den töten vielleicht. Okay, jetzt geht's los. Hals- und Beinbruch. Thor. Moin, moin, Ladies and Gentlemen. Willkommen. Oh, bist du Freund oder Feind? Oh, hallo. Seid ihr auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Unter uns. Ich bin etwas nervös. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wieso rennt er weg von mir? Naja. Oha. Scheiße. Scheiße, ich habe keine Seelensteine. Oh mein Gott. Soll ich lachen? Soll ich weinen? Ich weiß nicht. Wirklich. Das ist voll blöd. Oha. Also ich sammle wirklich viel Sachen, damit ich danach viel Geld verdienen kann. Mit Alchemie. Oh. Oh. Kann man wirklich viel verdienen. Wenn man weiß wie. Und wir sind auch schon lange nicht mehr gestorben. Also schon ein bisschen schade. Nein, nein. So kann es weitergehen. Normal. Wo ist er? Hast dich versteckt. Oha, wo ist er? Aha, da. Oha, guck mal. Oh. Wo bin ich denn? In Transsilvanien. Das wäre was. Festung Dämmerwacht. Ja, die hassen da Vampire. Die haben keine Ahnung. Pff, Vampire sind die Zukunft. Ein ewiges Leben. Ein gutes Aussehen. Lange Haare. Nicht so braun, nicht so weiß. Doch, doch, weiß. Aber ja, das ist auch gut. Und dann, ja, schöne Zähne, schöne Kleidung, Frauen, Blut, Wein, noch mehr Frauen. Was willst du als Werwolf? Stinkst ja die ganze Zeit. Ohne Frauen, ein Einzelgänger. Okay, Vampir ist auch ein Einzelgänger. Ja, dann hast du geschissen, Alora. Hallo, was? Philo ist gut. Hallo, Robo Loco. Roco Loco. Robocop, ich wollte jetzt Robocop sagen. Oha. Leute, ich bin noch nebenbei am Aufnehmen, nur so zur Info, dass ihr wisst.
Salam alaikum. Oha. Und jetzt sagt er, alaikum salam. Was würden wir machen, wenn er das sagen würde? Panik bekommen. Was sonst? Durak! Durak! Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Die haben keine Ahnung. Vampir töten, wo kann ich unterschreiben? Tut mir leid, ich habe kein Interesse. Herrwand, was ist das? Ihr seid nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter, Dämmerwacht, wovon spricht ihr? Die Wächter sprecht. Jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ha, ihr werdet Isran gefallen. Er ist in der Festung, den Hügel hoch. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Aha. Ich dachte, ich bekomme deinen Armbrust. Meldet euch bei Isran auf Festung Dämmerwacht. Und beeilt euch. Noch nie eine Armbrust gesehen? Wie? Ne. Überrascht mich nicht. Ist eine Spezialität der Dämmerwacht. Gibt nichts Besseres, um Vampire zu erledigen. Hier, nehmt diesen und probiert ihn einmal aus. Ihr solltet damit umgehen können, wenn ihr wirklich der Dämmerwacht beitreten wollt. Warum habt ihr euch der Dämmerwacht angeschlossen? Ich habe zwei meiner Frauen an die Vampire verloren. Ich werde sie rächen. Oh. Gut zu wissen, dass ich es nicht alleine tun muss. Ich bin froh, dass es diese Dämmerwacht gibt. Kämpft wacker. So, schön. Schön. Okay, na dann. Hin. Oha. Moruk, pass auf. Willst du mich töten oder was? Na dann gehen wir mal da rein. Was da lang oder? Ich bin schon oder da lang? Oh. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Scheiße. Okay, gucken wir mal. Oh mein Gott. War das hier? Was ist das denn? Aha. Ich habe hier keine Seelensteine mehr. Schade, schade. Kann man nichts machen. Ihr seid hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Ja. Yeah. Wer bist du denn? Israel wird entscheiden, ob ich habe gehört, Zeug was los ist. Die Vampire, die Dämmerwacht. Er ist gleich alles da drin. Ich wollte helfen, also bin ich hier. Aha, okay. Schauen wir mal, was da ist. Nichts. Oh. Okay. Ja, wirklich nichts. Gut. Ich sage euch, das Einzige, was mich mehr überrascht hat, als nach all den Jahren von Isran zu hören, war, dass er meine Hilfe wollte. Mir war sofort klar, dass es ziemlich schlimm sein musste. Anscheinend hatte ich recht. Ihr habt bereits mit Isran zusammengearbeitet. Ja, vor vielen Jahren waren wir beide Mitglieder der Wächter. Wir waren beide unzufrieden damit. Rede, Bruder. Natürlich haben sie das Herz am rechten Fleck. Aber Isran und ich, wir haben uns bei ihnen nie wohlgefühlt. Wir sind zusammengegangen, aber unsere Partnerschaft hat nicht lange gehalten.
Ich war mit einigen seiner Methoden nicht einverstanden. Okay. Hast du nichts mehr zu sagen? Isran wird bestimmt mit euch reden wollen. Isran? Er meint Ismail. Ismail. Ich kenne. Stufe 43. Es kann nur einen geben. Die Wächter und ich haben uns schon vor langer Zeit getrennt. Ist das auch ein Vampir? Die Wächter werden von allen Seiten angegriffen. Mehlsack. Salam alaikum, Ismail. Bruder Ismail. Also wer seid ihr und was wollt ihr? Also er ist kein Vampir? Okay. Zum Glück nicht. Ich bin hier, um der Dämmerwacht beizutreten. Ich hörte, dass ihr nach Vampirjägern sucht. Ich habe mich nur umgeschaut, was ist das für ein Ort? Warum ich Wachen aufstelle? Das ist das Hauptquartier der Dämmerwacht. Nun, das war es jedenfalls. Vor vielen Jahren. Wie ihr sehen könnt, wartet noch jede Menge Arbeit, bis sie in ihrem früheren Glanz wiederhergestellt ist. Aber vielleicht wollt ihr mir dabei helfen. Wie kann ich helfen? Was ist die Dämmerwacht? Darüber muss ich nachdenken. Ich brauche jemanden, der es den Vampiren da draußen heimzahlt, während wir die Festung wieder aufbauen. Tolan hat mir von einer Höhle erzählt, in der die Wächter herumgestochert haben. Scheint, als hätte es mit den jüngsten Vampirangriffen zu tun. Tolan erzählt ihm von, wie heißt die noch gleich, Trübhöhle. Ja, ein Jude. Trübhöhlengruft. Bruder Adalwald war sich sicher, dass darin ein lang verschollenes Vampirartefakt verborgen sei. Wir haben ihm genauso wenig zugehört wie Israel. Er war in der Halle, als sie angegriffen wurde. Das reicht mir. Geht und findet heraus, was die Vampire in dieser Trübhöhle... Ich treffe euch in der Trübhöhlengruft. Etwas Glück sind sie immer. Ich schulde diesen Vampiren noch eine gehörige Abreibung. Was könnt ihr mir über die Trübhöhlengruft erzählen? Gibt es da draußen immer noch andere Wächter? Ihr sagtet, dass etwas mit der Halle der Wachsamkeit passiert sei. Bruder Adalwald war vor nicht allzu langer Zeit dort. Er sagte, er hätte dort etwas von äußerster Wichtigkeit gefunden. Es muss auch für die Vampire wichtig gewesen sein. Sonst hätten sie keinen offenen Angriff auf die Wächter gewagt. Gibt es da draußen immer noch andere Wächter? Natürlich. Die meisten von uns führen ein Nomadenleben. In unserem endlosen Kampf gegen das Böse reisen wir von Ort zu Ort. Ich wünschte, ich wüsste, wie viele wir sind. Aber das wussten nur wenige Privilegierte. Und die sind jetzt tot. Ihr sagtet, dass etwas mit der Halle der Wachsamkeit passiert sei. Ja. Durch ihre Zerstörung hofften die Vampire, die Anstrengungen unseres Ordens in Himmelsrand zu sabotieren. Jetzt vermute ich, dass sie hinter Bruder Adalwalds Tagebüchern her waren. Er war von uralten Vampir-Artefakten und Grabstätten ganz besessen. Was war in der Halle der Wachsamkeit? Die Halle war ein Ort der Erholung, des Lernens und der Kameradschaft, wo Brüder und Schwestern, die des Reisens müde waren, Ruhe und Rast finden konnten. Die Halle war auch ein Ort der Lehre, denn wir studieren stets unsere Gegner. Dadurch lernen wir, sie mit Leichtigkeit und ohne Verluste zu besiegen. Aber natürlich sind diese Tage längst vorbei. Seht euch ruhig in der Festung um. Hat er Geld? Nehmt mit, was ihr gebrauchen könnt. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Irgendwelche Ratschläge für einen neuen Vampirjäger? Es gibt nur eins. Oh, yeah. Wenn ihr bei Vampiren für einen hungrigen Typen, für Bissel Ayran und Sokyuk Bruder. Dem mach weiter so, bist auf JEDN-Fall-NEN entspannter Typ. Thor, dankeschön. Danke vielmals, danke. Tut ihr es auch.
Oh yeah. Danke, Thor, Mr. Thor. Danke vielmal. Danke für deine Unterstützung. Danke vielmal. Sehr nett, sehr nett. Was ist das hier für ein Ort? Erzähl doch noch einmal. Dies ist Festung Dämmerwacht. Sie gehörte in der zweiten Ära ursprünglich dem Jarl von Rifton. Aber sie war eine Art Sandfleck in den Geschichtsbüchern des Fürstentums. Ich versuche jetzt, ihre Ruhe wiederherzustellen. Ich brauche Training für schwerere... Oh, das ist gut. Ja. Und töten Vampire. Habt ihr nicht aufgepasst? Ja, ich wollte alles klicken. Hat die Dämmerwacht Was tust du so? Rand vor diesem blutsaugenden Abschaum bewahrt. Doch dann hörten die Leute auf, die Bedrohung ernst zu nehmen. Die Dämmerwacht löste sich auf und die Vampire schlichen sich wieder rein. Wird heiß, mein Jetzt Zimmer. Jetzt versuche ich, die Dämmerwacht wieder aufzubauen. Zur Abwechslung werden wir es sein, die austeilen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich hoffe schon. Ich werde euch alle töten. Ich bin ein Vampir. Bald. Ich brauche Training. Wenigstens seid ihr klug genug, mehr lernen zu wollen. Ich bringe euch bei, was ich weiß. Und was weißt du? Koha, guck mal, wie teuer. Nein, danke vielmal. Danke vielmal, ich will nicht. Ich bin arm. Was? Du hast kein Geld? Das ist das Mindeste, das er lügt. So, wir gucken jetzt mal, was da drin so ist. Ich glaube, ich kann ein paar Sachen so mitnehmen, weil. Ein paar Sachen. Dorin, das ist keine gute Idee. Ihr Wächter seid doch nie dafür ausgebildet. Okay. Seht ihr? Extra für euch. Lila. Mann. Wieso ist das lila? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wow, wie viele Sachen da drin ist. Wow. Doppelt Oha. Alura, wieso guckst du nicht auf YouTube? Schreib doch Skyrim Spezialedition und dann schreibst du Carrie mit 2 R und Carrie Wade. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann R nicht so gut aussprechen. Aber das wisst ihr ja. Langsam. Und dann, ja. Es gibt bestimmt ein Video. Nee, dann hast du es auch schneller, weißt du, deswegen, damit du nicht lange suchen musst. Spezialis. So, jetzt kann ich alles mitnehmen. Ja, Traglast 13.000. Nein, 15.000. Es kann nur einen geben. Mit 15.000, es kann nur einen geben. Definitiv. Oh nein, die Truhe ist leer. Was ist los? Wieso? Oh. Talos. Talos-Fehler. Was für Fehler hat er denn gemacht? Der Arm. Ah. Oh. Nee, wir lesen das nicht. Es gibt Leute, die alles lesen, aber... Nein, so viel Geduld hat niemand. Ich hab sie nicht. Ihr habt sie nicht. Deswegen schlafen wir eine Runde. Und ja. Ja, ihr könnt euch schon mal überlegen, wie soll dieser Part heißen? Wie soll ich es benennen auf YouTube? Ihr dürft das schreiben, weil dieser Part ist bald zu Ende, deswegen. Wir haben schon 30 Minuten, noch 1-2 Minuten, bis ihr das überlegt habt, falls überhaupt. Ist ja nicht Muss, ist kein Muss. Es muss einfach passen, was wir da jetzt gemacht haben. Was haben wir gemacht? Mit dem
Frankenstein geredet. Nein, ich weiß auch nicht. Was haben wir gemacht? Wie hieß dieser Typ? Ismail? Nein, Israel. Was? Egal. Was? Wie heißt er? Isran oder so. Ismail, Israel, oha. Junge, Junge. Ich guck mich immer auf solche Sachen. Genau. Nicht normale. Israel, Ismail. Scheißegal. Also am liebsten hätte ich den Titel der Jude genannt, aber das kann ein bisschen falsch rüberkommen. Ich meine, ich mag Juden. Ich lebe unter Juden. Hey, wieso sind die Truhen alle leer? Jemand war hier. Oder war ich das? Nein. Jemand anders. Ich lebe wirklich unter Juden übrigens. Ist kein Witz gewesen. Ich lebe in einer Judenviertel. Und das Geile ist, die Juden mögen mich. Zum Beispiel, wenn meine Kollegen da sind oder so, dann... Sie begrüßen sie nicht, aber mich begrüßen sie. Voll geil. Shalom. Wirklich super. Also ich mag Juden. Und was wollte ich sagen noch? Habe ich vergessen. Etwas sicher Blödes. Also nichts verpasst. Oder war es doch etwas Gutes? Nein, Blödes. Es muss blöd sein. So, wir haben alles, glaube ich. Ja, Mr. Israel. Oha, genau das habe ich gesucht. Nein, nicht das. Karotten. Was haben wir da? Oh, Kleiderschrank. Bügeleisen. Oh, Salz. Salz ist das Diamant in diesem Spiel. Wenn du kein Geld hast, kannst du überleben. Aber wenn du kein Salz hast, dann schau leben. Das ist wirklich so. Fork. Mein Gott. Wie kommen sie nur auf solche Sachen? So 41 Euro. Mann. Da irgendwo muss... Aha, eine Truhe. Oh, bitte. Naja. Okay, ich glaube, wir gehen... Oha. Oha, wo bin ich da gelandet? Diese Psychopathen. Ich will auch so. Ich will das auch. Was ist das? Eisenbahn, endlich. Halleluja. Dachte schon, ich finde gar keine mehr. So, bisschen von dem, bisschen von dem. Ich meine, Traglastprobleme haben wir nie wieder. Nein. Scheiß auf Traglast, bitte. Ich meine, das gehört zum Spiel. So, nun. Oh, da haben wir noch etwas. So, wir müssen, also im nächsten Part, also der Stream geht weiter, ich bin ja noch am Aufnehmen, erwachen, finde heraus, wonach die Vampire suchen. Ich habe Ismail, den Anführer einer Gruppe von Vampirjägern, die auch als die Dämmerwacht bekannt ist, die Vampire, die die Halle der Wachsamkeit angegriffen haben. Waren möglicherweise auf der Suche nach etwas, das in der Trübhöhlengruft versteckt ist. Ismail oder Israel hat mich gebeten, herauszufinden, wonach die Vampire suchen. Gut, das machen wir im nächsten Part. Was ist das? Oh, muss ich dahin jetzt? Oha, guck mal, wo ich bin. Oha, wo bin ich? Da. Tschüss, ich bin außer der Karte. Naja, ich werde dahin schmelzen. Ich meine,
fliegen und dann... Nein, ich werde zuerst nach Weißlauf, Bitzeli, und dann gehen wir dahin und dann werden wir dahin laufen. Oha, ich kann dahin. Oh, es sieht gut aus. Okay, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der Hölle. Bis zum nächsten Mal.